Garantiert nicht. Anti-Techland ist das. Come by the library, and Thalia will give you the details. Schau an. Next try. Can't work, but we see. We will see what we got here. The same procedure as every year. A lot of activity. Hashimimaste. Doshte, doshte. Das ist das, das ist noch schlimmer. Hmm.
are you, and what do you want? Whoa, calm down. Yeah, I'm just here to talk. You look familiar. You Bart? Yeah. You're Aiden. DeMeyer sent you. Yeah, she told me to find you and get back what you stole. But I talked to Star, and more than a few others, about you. Maybe think there's more to this situation than meets the eye. Meyer tried, but she couldn't help. I couldn't take it anymore. Day after day. Will you two keep it down? Liam's asleep in the next room. But whatever your personal issues are, desertion and theft are serious. She plans to send her men for you. She'll get a lot of volunteers from the search team. I'll be executed on the spot if they find me. Probably why she sent you. Give me a running start. So, you did steal the map. It isn't a map, per se, but tells the location of some secret PK stash. Weapons, I bet. It's all I can think of to offer in exchange for the Colonel granting safe haven to the three of us. I see. Like hell. People like you never do. You never see. Andy, stay out of this. It's too late for that. You know it. Fuck this map or stash or whatever the fuck it is. The PK are the monsters here. Surely you understand. You'd have taken this from me by now if you didn't. Is that what you think? I do. If you go back to Meyer and tell her you've killed us, I'll give you the coded message. Do this. I sympathize. But desertion and... Please. Won't you please? None of you deserve this. Least of all, Liam. I'll help you. Oh, thank God. Andy, give Aiden the message and my dog tags. It's okay. If you say so. I had planned on going to the ship's library, finding a book or two that could help me decipher it. But things went south real quick. I didn't have time to check. Maybe I'll check. I'm curious what this is all about. Just don't get caught, or you'll be right behind us. Assuming you don't get caught, you'll never see us again. You're better off not going to the Colonel anyway. You know they call him the Butcher, right? We don't have a choice. What do we do? We'll stay here for now, till we figure out what to do next. Yeah, I wouldn't recommend that. If I could find you here, others could just as easily. You should keep moving. You're right. We gotta keep a low profile in any case. But at least we're alive, and we'll be together. I wish you all luck. Take care. Looks like we got a real party going on here. You're Clint's man, I gather. Yep. He weren't kidding. You're a real bloodhound to track these pervs down like you did. Wait there. I'll handle this. Ja, ich werde jetzt abschlagen. Your work is done here. Just give us the map. Not a chance. Tell Clint to This should be fun. Noch einer von euch Pussys, die sich mir anlegen wollen. Ah, da ist schon. Gonna get you! I'm gonna enjoy killing you. Ja, ich enjoy das auch recht zu killen. Beschissene Schwulenhasser. Ah. Und mal ehrlich, mir ist die Sexualität von anderen so egal. Oh, verrecke da, du Sau, stirb. Alles klar, perfekt. Endlich, mein Gott, der hat ein Drama veranstaltet, ne? Wollte nicht sterben und so. Weißt du, wäre so easy gewesen, ne? Ja, was soll's. Dann musste ich den halt ordentlich zerhacken. Ich liebe das. Ja, weil ich bin der zerhackende Hacker. Der zerhackende Hacker hat wieder zugeschlagen. Also lustig, ey. Ja, ne?
Hacking, Hackerart wieder zugeschlagen. Was? Ich habe keinen Plan, was Chris Fahndung bedeutet. So. Da gibt es zwei Missionen. Nehmen wir die an. I heard Rainer's been undermining Matt. Maybe he wants to take over the PKs. Bet I got just what you need. Maybe, maybe not. You're back. And? And your boy Clint was a real charmer. Thanks for that. Look, I had to double down on finding Bart. Tell me you found him at least. I did. And? Here's his dog tags. He's a little too dead right now to need them anymore. But Aiden, you weren't supposed to kill him. He attacked me. I had to... I see. Nope. Fuck. What happened to it? Well, from what I can tell, he realized he was in over his head and ditched it. The whole point had been to keep the boy safe, and he played it. Damn it. If it'll make you feel it, building not far from the freeway. That'll help. Won't stop. Sounds rough. Forget about it. Just get out of here. Okay, then. You seen the quartermaster anywhere? Lampe, ich hab keine Ahnung. Ja. Was können wir noch machen? Ich lasse sehen, wenn das nicht. Hahaha, das will ich mit dir noch. Das ist nicht euer Ernst, ne? Talia, baby. Aiden, I have a fresh list of book locations for you. Talia, oh, it's Batman. Was that Alice's Adventures in Wonderland you brought back? Do you consider the library your Wonderland now? I don't know about that, but it's a definite change of pace. I bet. I would imagine, like Alice's journeys, yours are disorienting. And you're probably surrounded by no small amount of madness. You seem immune to such afflictions. Seem, I say. But are you really, Aiden? Girl, I love your lips. Do you ever get close to losing it? Move your lips. Move your lips. Move your lips.
Of course. I mean, we all have our moments, right? I know I do. Sometimes it's all I can do not to fling myself off the nearest balcony. I do that all the time. It's kind of my job. But yeah, I get down sometimes. And I just get over it. I let myself feel bad, but I can't afford to wallow either. Stifling your feelings can be dangerous too, Aiden. Yeah, maybe. But that's just how I'm wired. And I'm off. See you next time. I'll be counting the hours. Show your breast, baby. Just show me your breast. Oh. Girl. Jetzt ist keine Schnellreise mehr, was ich machen, ey. Scheiße. Das wird ein Höllenritt, ey. Das wird definitiv ein Höllenritt. Ich weiß. Was? Ja. Das war geile Wachte. Ach, jeder steht drauf. Das ist ein geiler Wachse. Das ist ja Hammer. Thank you.
zwei Schwerter höchster Macht. Ein Dummi. Scheiße, das ist der Plan. Ja, ich denke das. Alter! Was ist das denn, ey? Ich kann dazu nichts sagen, sorry. Ne? Da siehst du mal, wie lächerlich das Spiel ist. Das ist der Wahnsinn. Ja, da muss ich jetzt Kugelsalat machen, scheiße. Ja, ich muss vorher die Mission abschließen hier, sonst komme ich nicht raus.
so bad. Okay.
Okay, it's a turbulent youth. That's good. It's a zoo professional. Message 1. Received October 2nd, 2023. At 9:01 p.m. Sandra, does your power keep going off and on too? I have to call you on a battery-operated radio like we're in the Stone Age. I get it that the solar panels from Dynamo Motors don't provide much power, but come on! And winter is coming, and it'll be really shitty. Anywho, meet you behind St. Joseph Hospital tonight as usual, yeah? Okay, I'm done, because the old man needs something again. Later's a cutie. Message 1. Received October 2nd, 2023. At 9:01 p.m. Sandra, does your power keep going off and on too? I have to call you on a battery-operated radio like we're in the Stone Age. I get it that the solar panels from Dynamo Motors don't provide much power, but come on! And winter is coming, and it'll be really shitty. Winter is coming, baby. Meet you behind St. Joseph Hospital tonight as usual. Gleich klar machen. Ich weiß, ich brauche Blei. Jeder braucht Blei. Tissue blood. Specimens you needed. In such fine condition. As if... Skinned plenty of animals during my time as a pilgrim. Running low on anything? Indeed. But one moment, please. No. Take that salve and rub it on your husband's arms under a full moon. His affliction should subside by the dawn of the second day. Thank you, Baba. Ooh, under a full moon? No offense, but that sounds like fairy tale bullshit. And being out at night is dangerous. Listen now. Hush, Corvus. A closed mind cannot be opened with threats of violence. Hey, it's not closed-minded to be concerned about people's safety. A full moon can be seen through a window. That is sufficient. Now, do you want another hunt or not? A rare creature has been spotted. Bring me its spleen and its liver. How will I... Don't worry. Oh. Die Jagd der Baba Yaga. Geht weiter. Na gut, ich muss aufpassen gehen. Hab euch lieb, Freunde, der Tag genacht, aber ich gehe jetzt mal was essen. Back in 5 minutes, I think.
something to pick to him to do other than anything when you're okay. Im schlimmsten Fall weiß, was ich zu tun habe. Also so ist meine Gedanke. Ne? Aber Hauptarbeit, deswegen ist auch, wurde das auch Auto gekauft, diese Anhänger und so weiter und so fort. Hauptgedanke ist, in der Nähe von weißrussischer, belarussischer Grenze, von dem Gebiet, woher ich auch gebürtig komme, versuchen die Leute, welche haben jetzt schon Waffen in Händen, Unterstützung mit Hilfsgütern, welche sind bereit für die Gebrauch, zum Beispiel medizinische. Die polnisch-ukrainische Grenze. Nur noch wenige Meter zwischen Frieden und Krieg. Bilder sind furchtbar und immer gleich. Schreckliche Ikonen des Krieges. Flucht und Vertreibung der zivilen Bevölkerung. Für Volodymyr aber sind es die Menschen seines Heimatlandes, die von einem Tag auf den anderen alles verloren haben. Sowas wie jetzt, das ist man gewohnt eigentlich von anderen Ländern, von zum Beispiel Syrien oder so mal gewesen ist, ne? Oder Irak. Und das ist so ein komisches Gefühl zu sein, wie deine Heimatsleute müssen sowas Ähnliches erleben. Jetzt haben wir die Ukraine. Sehr. Hinter dem Schlagbaum des Grenzübergangs Urinjew gibt es für Volodymyr kein Zurück mehr. Ein kleiner Moment der Endgültigkeit. Willkommen in der Ukraine. Stand auf dem Schild. Stand, ja. Das ist gar nicht der größte Grenzübergang. Das ist der kleinste. Stell dir vor, was da abgeht bei Lviv. Ankunft in Chervonograd, Volodymyrs Heimatstadt, die er als Jugendlicher Richtung Deutschland verließ. Eine Kleinstadt, rund 65.000 Einwohner, 30 Autominuten hinter der ukrainischen Grenze im Nordwesten des Landes. Andriy ist gut vernetzt. Er weiß, wer wo was braucht. Seine Garage dient als Zwischenlager für die Hilfsgüter aus Oldenburg. Also bis jetzt läuft alles im Prinzip so, wie wir auch geplant haben. Gott sei Dank. Am nächsten Morgen geht es nach Lviv, in die Millionenstadt in der Westukraine. Die ukrainische Armee hat entlang der Hauptstraße viele Checkpoints und Verteidigungsposten errichtet. Der Krieg wütet hier noch nicht, ist aber unübersehbar. Ich habe die Wahl auf strategischen Punkten, so wie ich damit verstanden, vorbereitet, schon so Kampfzonen, wo die für den schlimmsten Fall schon Kampfplatten wissen wahrscheinlich, was sie zu tun haben. Sie wird es nur vorbereitet. Der ukrainische Widerstand der Zivilbevölkerung hat die Farbe weiß. Überall weiße Wände. Bollwerke der Freiheit und Unabhängigkeit. Der andere Teil des zivilen Widerstands schmiegt Funken, schweißt Sperren gegen Putins Panzerwaffe. Eine ganze Nation stemmt sich gegen den Angriff. Eine Tankstelle als Umschlagplatz für Schutzausrüstung. Volodymyr hat eine Lieferung für die Verteidigungslinie. Also wir haben jetzt Werbebildkameras mitgebracht.
Pakete aus Oldenburg werden offenbar sehnsüchtig erwartet. Die ständig wachsende Freiwilligenarmee kann alles gebrauchen, was im Kampf unterstützt. Natürlich haben wir noch Funkgeräte. Zwei Kartons-Funkgeräte. Die werden auch überreden. Und das alles geht jetzt sofort direkt zum Kampf. Volodymyr fährt weiter ins Stadtzentrum von Lviv. Oder Lemberg, wie Deutsche sagen. Für viele das kulturelle Zentrum der Ukraine. Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe. Der Hauptbahnhof im Jugendstil, eine Sehenswürdigkeit. In normalen Zeiten. Jetzt sind keine Touristen hier, sondern Ukrainer, die weiter nach Westen in die EU wollen. Die Bahnhofshalle, ein Symbol für die Situation in Lviv. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Über eine 250.000 flüchtender Menschen soll hier sein. Die Halle ist der Wartesaal auf dem Weg aus dem Krieg. Hier spürt Volodymyr die Dimension der Flucht. An guten Tagen fahren rund 30 Fernzüge pro Tag Richtung Polen, Österreich, Tschechien, Ungarn, in die Slowakei. Aus Lviv nehmen täglich schätzungsweise 10.000 Menschen einen Zug Richtung Europa. Nur Frauen und Kinder dürfen fahren, ihr ganzes bisheriges Leben in wenigen Koffern und Kartons. Alle Personen hier. Kann man das so schnell ihre Zuhause verlassen oder wie kann man geschafft, vielleicht pro Mensch vielleicht zwei Reisekoffer, mehr war das nicht. Also im Prinzip, die Menschen haben alles verloren, ne? Alles ist weg. Für Volodymyr und William geht es an diesem Abend nach Osten, ins Landesinnere. Boah, hier ist eine richtig große Militärkolonne, Ich mach mal eine Aufnahme, warte mal. Scheiße, warte, ich fahre nach rechts einfach und weiter. Ja, rechts gut, rechts ist super, wir fahren richtig, ja. Nach 300 Kilometern Fahrt treffen sie Ina und ihre Tochter Anastasia in der Stadt Chmelnytskyi. Die beiden haben sich aus der belagerten Stadt Sumy an der russischen Grenze bis hierher durchgeschlagen. Der Kontakt zu Volodymyr kommt über eine Bekannte aus Oldenburg. Er hat sofort Hilfe angeboten. Genau dafür ist er ja in die Ukraine zurückgekehrt. Ina und Anastasia haben Unsagbares erlebt in Sumy. Sie flohen vor den dauernden Luftangriffen, als sich die Möglichkeit dazu endlich ergab. Es ist eine schweigsame Fahrt zurück nach Chernobyl. Am nächsten Morgen verlassen weitere Pakete aus Oldenburg Andries Garage in Chernobyl. Was ist das jetzt? Medizin. Wohin? Auch zu Lager, Verteilungszentrum. Das kommt ja alles zum Verteilungszentrum und die kriegen ja Anfragen von verschiedenen Städten, dann wird das vorbereitet und versendet. Zum Krisengebiet, sag ich mal so. Also zum Gebiet, wo Kämpfe gehen. Ne? Arzneimittel, Verbandszeug, Pflaster, dringend benötigt in einem Land im Krieg. Diesmal ist der Weg ganz kurz. Die Medikamente kommen in eines der Verteilzentren in Volodymyrs Heimatstadt. Ich bin schon hier. Zweiter Tag, ja. Ja, schon dritter Tag. Und ich habe bis jetzt noch kein einziger Freund von mir gesehen. Ich habe hier Freunde, ne, von meinen Kindern. Die wissen, dass ich bin hierher gekommen. Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen getroffen, keine Zeit. Die Sammelstelle für die Medikamente befindet sich in einem Keller. Hier arbeiten Freiwillige und medizinisches Fachpersonal rund um die Uhr, um die Spenden, die auf ganz unterschiedlichen Wegen zu ihnen kommen, möglichst schnell und möglichst effektiv in die belagerten Städte und Kampfzonen
Instrumente werden dringend gebraucht. Kaum abgestellt, werden die Kartons auch schon geöffnet. Sie sind Ärztin? Ja, aber meine Mutter sagt, ich bin jetzt eher eine Betriebswirtin. Laut meinem Diplom bin ich eigentlich Ärztin, aber aktuell eher Managerin und zum Teil Politikerin. Anna Germola wird die Medikamente aus Oldenburg sofort an Krankenhäuser der belagerten Städte Kharkiv und Kiew liefern. Volodymyr findet einen kurzen Moment Zeit für Erinnerungen an seine Jugend in Chernobyl. Bis zu seinem 16. Lebensjahr hat er hier gelebt. Wir sind jetzt von dem Lager rausgefahren und sind über meine Schule gefahren. Da hatte ich kurz angehalten, einfach um meine Schule nachzusehen. Ich habe hier von 1. bis 9. Klasse war ich hier. Also wie gesagt, ich war 6 Jahre war ich hier in Ukraine gewesen, 5 Jahre. Also ein bisschen Erinnerungen, das ist ja meine Heimatstadt. Ne? Ja. Er hat auch immer noch eine Wohnung hier in Chernobyl. Die Wohnung, in der er aufgewachsen ist. Er wollte sich nicht davon trennen, auch wenn sie lange Zeit leer stand. Jetzt hat er eine Verwendung dafür. Er bietet sie geflüchteten Landsleuten an, die ihr Zuhause verloren haben. Volodymyr möchte sie kennenlernen, herausfinden, ob er etwas für sie tun kann. Wo gehen wir jetzt rein? In meine Wohnung. Zur Ukraine. Volodymyr hat es sich angekündigt. Es sind Frauen und Kinder hier. Sie kommen aus der umkämpften Hafenstadt Mykolaiv im Süden des Landes. Fast alles haben sie verloren. So wie es aussieht, muss ich wieder bei Null anfangen. 20 Jahre war ich Unternehmerin. Das ist vorbei. Ich möchte nicht nach Hause zurückkehren. Es gibt dort nichts mehr, wohin man zurückkehren könnte. Ich hatte Angst. Ich habe mir große Sorgen um meine Eltern und meinen Bruder gemacht. Er ist zu Hause geblieben, um das Land zu verteidigen. Ich bin sehr froh, dass er überlebt hat und nicht verwundet wurde. Und mein Vater. Um meinen Vater mache ich mir auch Sorgen, weil er in der Nähe von Kiew ist. Ich hoffe, er wird nicht von Kugeln getroffen. Ich möchte, dass alle Menschen frei und glücklich sind. Als gestern, das war so abends, hatte ich so richtig so bemerkt, so, oho, da kommen diese Heimweh, Kinder, Frauen, so kommen diese langen Traurigkeit. Um zurück nach Hause zu kommen. Ich kann dir das aber nicht versprechen, meine deutsche Malassinka. Zahar, geh mal bitte näher ans Telefon. Erzähl mal, was geht bei Schule ab. Wie war's nicht? Du rufst mich nicht. Ich liebe dich so sehr. Ja, was kann ich? Mama, da verstehe ich. Ich dich auch. Mama, hör bitte auf. Ist doch alles gut. Ja, ich wollte mal kurz wohnen, nur nicht für dich, so normal. Ich vermisse dich so sehr. Wir sehen uns ja morgen. Das erste Gespräch nach so langer Zeit. Hammer. Lviv. In der Innenstadt herrscht noch so etwas wie Alltag. Berufsverkehr morgen. Auf dem Platz vor der Oper
Passanten. Und ein einziger Souvenirverkäufer hat seine Bude geöffnet. Heute bin ich das erste Mal wieder hier. Gestern wurde im Fernsehen gesagt, jeder soll wieder arbeiten gehen, damit die Wirtschaft nicht kollabiert. Der erste Tag ist ganz gut, die Menschen kaufen. Volodymyr ist ein paar Straßen abseits. Er ist verabredet mit jemandem von der territorialen Verteidigung, einer Militäreinheit aus Freiwilligen und Reservisten. Hier ist eine Registrierungsstelle, eingerichtet, um die vielen neuen Menschen in der Stadt zu erfassen. Kaum Enthusiasmus, eher Pflichtgefühl. Als Frau eigentlich, ich habe Angst. Ich möchte ein friedliches Leben. Wir haben alles gehabt. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir hatten Arbeit. Niemand hat uns wegen der russischen Sprache bedrängt. Wir haben eigentlich Russisch gesprochen. Aber nach dem, was vorgefallen ist, möchte ich kein Russisch mehr sprechen. Putin erzählt, dass er die Menschen rettet. Wovor? Vor einem friedlichen Leben? Vor einem normalen Leben? Sie werden vielleicht bald schon eine Waffe in den Händen halten müssen. Ihr Leben und Ihr Land gegen russische Truppen verteidigen. Das war meine Entscheidung. Ich bin mit meinem Vater gekommen. Warum bist du denn hier? Man muss sich hier registrieren. Ich war schon bei der territorialen Verteidigungseinheit. Dort sagten sie, ich muss mich hier melden. Wann bist du 18 geworden? 22. November. Ja. Und wie findest du das Ganze? Wie kann ich das finden? Man muss sich verteidigen. Wir haben keine andere Wahl. Sind Sie freiwillig hier? Ja, natürlich. Und was sagt denn Ihre Frau? Sie weiß es noch nicht. Klar, ich war da auch irgendwo auf mich gestellt in der Stadt. Cool. Ist auch richtig so, ne? Aber bis dahin, machen wir das, was ich mache. Ne? Als Logistiker Hilfsgüter transportieren. Für den Abgesandten dieser territorialen Verteidigungseinheit hat Volodymyr eine große Tüte mit Trainingsanzügen. Bequeme Sachen, zum Beispiel für verwundete Soldaten in Krankenhäusern. Hier erwarten sie den russischen Angriff. Eine Verteidigungslinie im Hinterland von Lviv. Wo genau sie liegt, wie viele Männer hier stationiert sind, das darf nicht genannt werden. Der Feind hört zu. Mit dem Schaufelbagger aus dem Straßenbau haben sie lange Schützengräben ausgehoben und patrouillieren rund um die Uhr in Zweiertrupps. Heimatverteidigung in Privatplaneten. Die Ausstattung ist schlecht, der Wille ungebrochen. Sie können da unten reingehen, die Jungs bauen gerade auf. Darf ich da rein? Ja, sicher. Das sind Schlafplatz und Unterstand, Schutz vor Artilleriebeschuss. Erwarten Sie Artilleriebeschuss? Fantastisch. Aber sicher, gestern wurden 4 Raketen abgeschossen. Super köstlich. Es gibt mehr Freiwillige als Waffen. Ja, ich bin freiwillig hier. Eigentlich bin ich ja wehrpflichtig, aber ich wäre so oder so hergekommen. Und warum? Weil das mein Land ist. Und hier sind meine Mitmenschen, meine Familie. Rückzug ist keine Option. Es ist ganz einfach. Einfacher geht's nicht. Seit etwa 2 Wochen sind die meisten Männer schon hier an dieser Verteidigungslinie. Unablässig bauen sie an den Unterständen und Schützengräben. Fast alle kommen aus dem nahegelegenen Sektor der Heimatstadt von Berlin. Sie wollen
wollte der 36-Jährige unbedingt treffen. Endlich hat er es geschafft. Doch jetzt steht er mit leeren Händen da. Ich bin ein wenig enttäuscht, weil ich ja eigentlich für euch Sachen mitgebracht habe. Wir haben euch 6 Tage lang gesucht und schließlich alles in den Licht verteilt. Ich hatte fast 30 vollständige Bundeswehruniformen. Gebraucht natürlich, aber gut erhalten. Schade, die Uniformen hätten wir hier gut gebrauchen können. Niemand hätte sich vorstellen können, dass man im 21. Jahrhundert mit dem sogenannten älteren Bruder noch Krieg führen muss. Und wie geht es weiter? Ja. Wie weiter geht's? Wenn die nicht von selbst verschwinden, wenn wir sie. Nee, Quatsch. Nein. Ich brauche nur. Ich habe einen Zehner aus. Ich habe immer einen Zehner Schein in meiner Bauchtasche für Notfälle, verstehst du? Den wollte ich jetzt ersetzen. Wenn du keinen Zehner willst, dann. Nee, brauche ich jetzt nicht in Münzen. Wie auch immer. Mir ist Geld egal, wie er vom Geld ist. Die Stimmung ist super. Geld ist wichtig. Weil Münzen habe ich auch selber. Will jetzt den Feind absolut. Ja, sehr gut. Hier und jetzt. Aber danke. Nichts zu sagen. Volodymyr schaut, was er noch im Wagen hat. Bring ich später her. Erstmal eine Anleuchte im Ladegerät. Ja, das ist neu. Braucht ihr auch sowas? Eine Taschenlampe noch. Das sind bloß Reste. Ein Fernglas. Ich weiß aber nicht, ob es gut genug ist. Unser Fernglas ist nämlich kaputt. Ah, das ist cool, ey. Zurück. Heute Abend kommen wieder Hilfsgüter aus Oldenburg an der Grenze an. Und seine Frau will auch dort sein. Vorher noch ein Halt an seiner Wohnung. Die Geflüchteten aus Mykolaiv wollen mit und dann weiter nach Oldenburg. Okay, satt und vollgefressen. We can go for the night. Nicht wirklich. Machen wir das hier. Here we go. Runde. Fallout-Spiel. Ah, Scheiße. Na, guck mal einer. Ich wollte ein Papier holen, deswegen. I need the trophy, baby. Buy stuff, that's funny. I think I have to pull myself together. There's nothing I can do about it, is there? The PKs appreciate your business. Side of the line. See. I see that, yeah.
Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist mir noch nie passiert. Unglaublich. Okay, jetzt verstehe ich das auch, ey. Mann. Was müssen wir denn machen, ey? Gott, vielleicht kann ich hier. Oh, ist das möglich? Ain't that possible? No one knows. Schwede, was läuft denn hier, ey? Okay, ich merke schon, ich hasse euch. Ihr seid Arschlöcher, würde ich kein Geld mehr benutzen. Das finde ich gut. Steh ich voll drauf. Und da fällt es mir für einfach zu sagen. Jetzt mich!
Ja, du hast recht, ich hab's vergessen. Sorry, ich brauch das Stoff. I need the stuff. Shit. Scheiße, ist die Jagd! Best decision ever made. I'm not interested in it. Yeah. Okay. Great. That is funny. Okay. You must want to die today. Hold on. Sehr gut. I'm good enough for that. That's good enough. Ist halb fertig. Jetzt kann ich so sagen. So ist es. Das Spiel ist halb fertig. Also es ist so, ja, drei Viertel. Also es fehlt nur der Feinschliff. Der Feinschliff. You know what Kate told me about Casey? Yeah, I heard. She apparently has some kind of fetish for renegade masks. Hey, Albert. I got a question for you. You know I appreciate a curious mind, my boy. Ask away. Do you have any books on ciphers or code breaking? Ooh, a fascinating subject. Are you familiar with Alan Turing? Of course. He pioneered code breaking, and in fact is considered the man who invented computers back in World War II. Brilliant man. And what thanks did he get from his government? Chemical castration. And an ignoble death. Poor man. Well, just looking for some books, Albert. Of course. Looking to be more useful to the PK, are you? By all means. From what I can see, this book on the Bacon Cipher should do the trick. And I have another two volumes on codes, if you're feeling studious. You'll be able to find them on the shelves nearby. All right, thanks, Albert. Das denn werden, ey. Ich mach mal ein Screenshot.
wollt ihr mich verarschen? Echt so ernst? Okay, dann schauen wir mal rein. Finde ich super. Ja, klar. Ja, finde ich gut. Ich brauche die Kamera und wähle die Uhr. Das ist normal, ne? Bock hab. Okay. Es ist immer der fettgedruckte ist ja mein Anfang des Codes. Okay. Gucken wir nach. Was haben wir denn hier? ABABB. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Okay. Achso, der Code ist dann runtergedruckt. Gott, leck mich, ey. Finden wir das so? Ich weiß es nicht. Ne, müssen wir AB. ABABB ist ein M. Gut. ABB. Was ist hier? BABB ist es. BABB. Gut. ABB. D. Das kann nicht sein. Okay, nochmal. ABABB. AB. ABABB. MVP. Most valuable player. Okay. Also gut. A, dreimal A, zweimal B. D. BABBA.
Baba. Das ist so scheiße, ne? Ah, bab. Ich hätte da nur ein 3 AM, ne? Kann nicht sein, ne, ne, kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein, abab. Doch, ist abab. B, 2B, 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 1A. Nee, sorry, das ist heute für mich nichts mehr. Das können wir mal eben vergessen, ne? Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Bock gekriegt auf eine Runde GTA online. Nein, wir machen jetzt Folgendes. Ich guck mir jetzt den Scheiß an. Ich weiß nicht, ob das geht, ob es überhaupt geht. Kommt mir irgendwie lächerlich vor. Ja, danach spiele ich dann ohne GTA. Fertig. Was soll's? Na, und wer für die Plan B ich nicht? Vielleicht zur Borderlands. Borderlands ist auch geil. Also die PS5-Version von Borderlands hat es echt drauf. Muss ich sagen, ist echt. Jetzt drauf. Thank you.
Das hat was, ne? Ich weiß. Weil ich ihn verbrannt habe, ne, die Schweine. Das nervt, ich weiß, aber. Oh, baby. Suck that. Das Leben ist der beschissene Muschi. Keiner weiß, was für eine Muschi. Okay. Ich würde sagen, ich vergesse das alles. Ich denke, wir sollten mal eine Level 8 Waffe ausprobieren. Also. Aber du weißt, was ich brauche. Yeah.
habe keine Ahnung, aber ich denke, ich brauche dafür vielleicht. Sind ja nicht. Ich habe keine Ahnung, ey. Huh.
die brauche ich. Wie komme ich da hoch, ey? Kyra, I'm in this radio station. Any tips on where to look for the bodies? I'm sorry. It was so terrible I brushed it out of my memory. One moment. There. It's the last thing I was able to record. Generators activated. Only got the antenna left. Cool. Listen. Okay. Rasko, I know Sierra's death hit you hard. I just want you to know, you can always count on me, man. Nope. Ah! Rasko! Did you trip on something? Man, you didn't fall into that fucking pit, did you? Ich hoffe, warum ich infizierte Pfeile erstellen kann. Ja, ich kann. Yes, I can! Dass der, wenn mein Bogen so stark ist, dass er immer wieder beim ersten Schuss killt. Aber das ist natürlich nichts, ist klar.
Ich probiere das nochmal. Ich hoffe, dass die Entfernung den Schaden mindert. Aber komm raus, du Penner. Gott, stehe ich die ganze Zeit rum, ey. Ist ja widerlich. Okay. Eine Chance, ey. Toll. Ich kann ihn nicht. Ja, das ist ja super ätzend, ne? Ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Was war's? Das soll ein Exploder gewesen sein bei Tageslicht? Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich fand diese fetten Blobs schon ein bisschen cooler. Das war's. Schon klar. Eine Leiter zum Runtertreten, das ist ja fies. Okay. Ja. Was zu befürchten war.
sehr prickelnd. Okay, ich könnte hier hoch. Ja. Ich komme hier nicht weiter, was ist das denn? Und was für eine Scheiße. Okay, alles klar. Deshalb haben die das so gemacht mit der Hakenfunktion, dann verstehe ich das auch. Ich denke mal, wenn ich das letzte Update habe, dann kann ich den Haken richtig ziehen. Und trotzdem kann ich mich hängen lassen, wenn ich nicht drücke. Das ist der Sinn der Sache. Okay. Ah, Gott, das Spiel ist so verbuggt, ne? Das ist unerträglich. Another round.
Klar, ne? Ich hasse das so sehr. Ne, bevor ich das selber noch anlaufe, hab ich keinen Bock mehr. So ein Scheiß. Verstehen. Got away. Almost. Geil, Mann. Ich dachte eigentlich, ich mach die. Ich dachte eigentlich, die Story ist ohne. Ziemlich sicher, das soll ich im Leben fertig machen. Dunkel, ne? Naja, aber ich habe keine Dark Zone Warnung gekriegt, also hoffe ich mal, dass es keine Dark Zone ist.
Das könnte noch echt übel werden, ey. Okay, ich bin komplett am Arsch. Weg hier. Alter, was war das denn? Kann ich das anlocken? Das war die Waldfee, ey. Das war echt übel, ey. Was für ein Drecksvieh, ey. Those renegade rats could have been capable of pushing you in here.
Das ist echt gute Frage, ne? Gute Frage. Ich meine, austauschen ist echt wichtig. Ich glaube, wir sind bei dem Sonnen. So, jetzt mal dieses scheiß Ding irgendwie anschalten. Ey. Keine Ahnung wie.
Episch, geil. Oh nein, ich hab's verkackt. Da ist die Leiter. Oh nein, da ist die Leiter. Scheiße, nein, das war's. Gut, wir haben es verkackt. Ich weiß warum. Nein. War klar. So dumm. So dumm, so dumm, so dumm. Ich verstehe es nicht, ich denke zu viel. Schon klar, ist das der Anfang von allem, ne? Schon klar. Oh Gott, wollte mich verarschen da hinten, echt? Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich habe keinen Plan. Tja. Was? Okay. Ja. Genau. Das war dann auch das, wo ich jetzt die Geduld verliere. Aber immerhin, ich habe mal eine Leistung gekickt. Aber das. Ja, der Bogen ist ja schlecht gemacht. Thank you.
Ah, ich finde es auch sehr, sehr witzig, wie ihr rumschreit, muss ich zugeben. Nein, ich bring's nicht mehr. Das ist mein Fault. Ich bring's nicht mehr, ich muss was anderes spielen. Also fliegen geht nicht mehr bei mir. Aber es ist auch ein netter Platz, um aufzuhören. Das ist ganz in Ordnung. Kann man machen, dann spreche ich noch eine Ghost of Tsushima, bitte. Tsushima! Ja, das hat alles schon was, nur ich verstehe das hier nicht. Was soll das bringen? Scheiße!
verkackte Scheiße, ey. Ich hab's. Das ist schön, das ist etwas. Ja. Das wird in tausend Jahren nichts sein. Das ist ein gewagtes Experiment, aber wenn das klappen würde, würde ich nicht abfeiern. Soka. To be or not to be. Höher ja, geht's ja nicht hier, ne? Nee, definitiv nicht. Oder? Hab ich schon probiert. Bist du dafür definitiv an Höhe gewinnen? Nein. Aber scheiße nochmal, ich halte das für möglich. Es könnte echt gehen. Und ich hab's verpflichtet. Ja, ich hab's getan. Ich sag, ich muss an Höhe gewinnen, nicht an Höhe verlieren. Fenster kaputt. Nein, danke. Ich denke nicht, dass man da reinfliegen kann, oder? Nein. Der Dex.
kann gar nichts sein. So flatt, ey. Ich kann es so gut erreichen. I was sure that incident was going to cost him dearly, but they let him go the next day. Bullshit. Probably did cost him something. Aber das hat man eigentlich auch zu gut sehen, oder? Rainer's men got a huge order for lamps from Matt. Maybe they'll find me like the street. Schon klar, der Tower ist hoch. Mein Gott. Das ist jetzt euer Ernst. Ne? Boah, da kletter ich ja lieber hoch. Das ist ja schon lang. Das ist ein bisschen extrem viel Kakao hier. Inhibitor Container nearby. 19 Meter unter mir, 14 Meter unter mir, 13 Meter unter mir.
Garantiert nicht. Tut mir leid. Gut. Genial. So, jetzt kann ich endlich meinen Enterhaken auf den letzten Level bringen. Das rein. Tja, das passt doch super.
Shepard deals with these damn renegades. Don't want my name ending up in some memorial. Ja, der große Moment, Baby. Alles klar. Sehr schön. Don't be afraid. Das ist die Fähigkeit. Ja, das ist natürlich schon witzig, das ist klar. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, das wird so. Ah, ich dachte, das ist ein Movement zu einfach, ne? Abschmier. Okay, man kann damit ein bisschen üben, aber insgesamt.
Tja, ist echt immer Scorpio-Fans, ey. Das ist alles so halb gar halb fertig. Ja, das wird ja nie. Das wird halt gar nicht verstanden. Hey, Kyra. Any new dog tags? I've been running around a little, but here it is. Bartez's dog tag. Hey. Thank you on behalf of the house. You deserve something. Pilgrim. I don't... Almost everyone. Almost? No, forget. Now, is there... Don't waste your time. Kyra, you said yourself that we mustn't forget. One more dog tag is missing. The PK searched everywhere in the VNC Tower. They didn't find Leon's dog tag. Nor his body. I was the last one to see him there. I'll try to look for him. Really? Will you do that for me? For you and for myself. Yeah, I was with Leon then. Klar, ich tue alles für dich. Hey, Kyra. Did you find anything else? I have Brosco's and Adam's dog tags. Here. This Pilgrim. I don't... Almost everyone. Almost? No. No, is... Don't... Kyra. One... The PK... I was the... Really? For you. Kyra. What do you need, Pilgrim? I found the dog tags of Sierra, Little Ron, and Kitty. Thank you, Pilgrim. This is for you. Almost everything. Almost? Kyra. One, the people. I was the last. Really? For you. Hey, Kyra. What do you need, Pilgrim? From what I heard, Brosco was Sierra's actual brother, right? Yes. They were inseparable. He'd take on the most difficult... The day I had to tell... That's all for now. Na gut. Good enough for today. Ich mach Schluss. Ich bin raus. Lieber sage ich dazu nur good night.